Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Metal Mario Master. Ja, hallo schön Leute. Und mein Name ist der Dani Räupi. Oh Mann! Wir heißen euch willkommen zurück zu Mario die Super Saga. Und ich habe ihm gerade voll die Begrüßung geklaut. Ja, und ich wollte auch versuchen zu klauen, aber ging nicht. Wir sind hier stehen geblieben auf dem Rollfeld. Wir haben im letzten Part die Piranha-Pflanze erledigt. Wenn ich mich richtig erinnere, weil es ist ziemlich lange her. Ja, alles seine Schuld, nicht meine. Oh. Ja. Da ist Hilde Bohner. Sagen wir mal hallo. Den habe ich gesprochen, oder? Ja. Gut gemacht, ihr beiden. Jetzt können wir Prinzessin Peach gebührend empfangen. Ach ja, genau, die kommt ja. Ja. Die Olle. Da kommen sie. Im pinken Flugzeug. Es ist pink. Oh. Warum ist es pink? Ich will auch ein pinkes Flugzeug haben. Warum willst du ein pinkes Flugzeug haben? Ich dachte, du willst ein grünes Flugzeug haben. Pink ist aber schön. Schloss Bonia, Palastgarten. Schweigt alles still. Halt die Fresse. Es spricht Prinzessin Peach, die Herrin des Pilzkönigreichs. Okay, alle in Deckung. Oh no! Hä? Du darfst. Ich, okay. Mario, Luigi, danke für alles. Ich bin froh, dass es euch gut geht. Was? Oh, ihr müsst euch wundern, ihr müsst euch nicht wundern. Die Stimme der Prinzessin Peach war nämlich gar nicht gestohlen. What? Warum wäre ich? Ich kannte Luke Millers Plan, Peach Stimme zu stehlen, und ich habe die Prinzessin gewarnt. Ich hab Plot Twist. What? Gestohlene Stimme gehörte dieser Prinzessin Peach hier. Hey, sie. What? Wow. Deshalb hat die Sternbohne auf die Stimme seltsam reagiert. Das fucking Birdo. Epischer Plot Twist. Ja. Wir waren also wirklich ein bis zwei Schritte voraus. Mario und Luigi, entschuldigt, dass ich euch Sorgen bereitet habe. Das solltet ihr verdammt nochmal leid tun. Was haben wir alles gemacht? Als ihr beiden im Pilzpalast fahrt, wollte ich euch direkt die ganze Wahrheit sagen. Aber dann kam plötzlich Bowser. Und ich hatte keine Gelegenheit mehr, euch alles zu erklären. Aber es ist gut, dass ihr Luke Miller besiegt habt. Ende gut, alles gut. Game over. Fertig. Yay! Übrigens, wegen der Sternbohne. Sie hat sich wohl in vier Teile gespalten. Sie sind irgendwo hingefallen. Ich gehe auf die Suche nach der Sternbohne. Besichtigt ihr doch mit Peach zusammen die Attraktion unseres Landes. Ah, Glitzer! Arrivederci. Okay. Oh, das habe ich vermisst. Also, ich muss ja auch was machen, genau. Da war ja was. Was sollen wir machen? Naja, wir haben die... Die Welt gerade jetzt können wir entspannen. Ah, Mario, mal wieder zur rechten Zeit am rechten Ort. Mario, Luigi. Ich habe mich gerade mit Königin Marmella unterhalten. Wissen Sie ja, dass es in diesem Land eine Toadsiedlung mit dem schönen Namen Little Toad Town gibt? Sag mir nicht, wir müssen hingehen. Da müssen wir hingehen. Nein. In diesem Ort leben Toads, die in dieses Land gezogen sind. Da schon einmal hier bin, sollte ich als Prinzessin vielleicht die Toads in Little Toad Town besuchen. Nein, lass das sein. Oh Gott. Alter. Prima Idee, aber um nach Little Toad Town zu kommen, muss man durch das Gröltal, das nördlich von hier gelegen ist. Im Gröltal leben Monster. Ist es für euch ein wenig? Nein, ziemlich gefährlich. Als Katze, als Pilzkönigreich protestiere ich! Es ist Wahnsinn, in einem fremden Land durch ein Gebiet voller Monster zu reisen. Wenn allerdings Mario und Luigi dabei wären. Mario, Luigi, jedes Mal. Ihr habt Toads Wort doch sicher verstanden. Ihr begleitet mich doch sicher nach Little Toad Town, oder? Was? Nein. Zufrieden, alter Herr.
Aber passt bitte ganz gut auf euch auf, Prinzessin. Wir beginnen sofort mit den Vorbereitungen. Mario geht ihr schon vor. Wir treffen uns am Eingang des Gröltals. Nun, Königin Marmella, entschuldigt uns. Ich gehe. Eure Prinzessin ist nicht nur hübsch, sondern auch klug und entschlossen. Ich bin beeindruckt von diesem starken Charakter. Mario, Luigi, ihr seid mit mir für die Sicherheit der Prinzessin verantwortlich. Möchtet ihr zum Gröltal, so wandert ihr von der Stadt aus in nordöstliche Richtung. Okay. Gott, jetzt kommt die Phase im Spiel, die ich absolut nicht leiden kann. Und ich denke mal, mit uns beiden wird das ein Desaster. Okay, wieso nicht? Ich möchte sagen, ich möchte nur nicht so viel vorwegnehmen. Wir dürfen sie nicht aus den Augen lassen. Okay. So viel sei gesagt, es wird ziemlich nervig. Aber bevor wir zum Gröltal gehen, müssen wir noch etwas erledigen. Also Lucky To über uns. Ach, lass den Lucky To sein. Da ist noch einer. Ich hab doch gerade gesagt, lass den Lucky To sein. Autsch, mein Kopf. Oh mein Gott. Au. Okay, scheiße, wie war das nochmal? Genau. Bam. Man muss Knöpfe drücken. Genau, ich muss Knöpfe drücken. Und du musst auch Knöpfe drücken. Hey, wir haben es noch nicht ganz verlernt. Nee. Bin ich ja minimal froh drum. Hey. So. Mann, geh weg. So. Neues Gebiet. Nee, hier waren wir schon, oder? Nein, hier waren wir noch nicht, aber hier treffen wir gleich zwei Bekannte. Die Hammerbrüder. Halt, warte. Hallo! Wenn das nicht Mario und Luigi sind! Wie geht's, wie steht's? Wir sind hierher umgezogen. Die Zimmer sind größer und es arbeitet sich auch hier besser. Und seid ihr zufrieden mit unseren Hämmern? Wir können die Hämmer auch noch etwas solider machen. Oh, geil. Wenn ihr wollt, für Lau. Hämmer solider machen? Ja. Klar. Also los, Bruder. Das bin ich. Also Entschuldigung, los, Bruder. Frosch ans Werk. Yeah. Schon fertig. Die Hämmer sind verstärkt worden. Du hast super Hämmer erhalten. Und Luigi auch. Einige der Felsen, die bisher zu hart waren, könnt ihr jetzt zerstören. Probiert die neue Kraft der Hämmer gleich mal aus. Und demnächst nochmal wieder. Dann machen wir eure Hämmer noch etwas härter und besser. Die doch gleich härter und besser. Das wäre ein Weg zu OP. Jetzt können wir halt diese silbernen Felsen kaputt machen. Aber die schwarzen Felsen sind noch versperrt. Oh. Aber hier. Lob. Ich bin der verspielte Steinblock. Spielt mit für nur 200 Münzen. Das wollt ihr doch oder etwa nicht? Ja. Oh. Schlagt einfach einen Teil mit dem Hammer kaputt. Mit etwas Glück bekommt ihr einen tollen Preis. Und dieser Preis ist wichtig, den wir nicht haben. Hey, ich hab ihn schon. Da ist er. Geil. Du erhältst die erste Rolle der Mysterien. Das ist eine neue Paarattacke für mich. Oh. Oh yeah. Ihr habt eine neue Paarattacke gelernt. Erprobt sie im Kampf. Alles klar. Lass mich raten. Hinter dem anderen ist eine für mich. Ja. Geil. Dahinter ist die zweite Rolle der Mysterien. Okay. Wow, nordöstlich ist mal wohin. Ja. In diesem einen Ding hier war da auch noch so ein Felsen, oder? Ja, genau. Dieser Lachort hier. Ja, da kommen wir aber auch noch mal hin. Bohne. Bohne, rechts war Bohne. Ich sag's nur mal. Mit sagen meine ich wohl, Lady. Ach so. Oh Mann. Wie macht man das nochmal? Genau so macht man es. Du musst sie erstmal. Oh no! Ich glaube, wir sollten den erstmal da oben ausschalten. Könnte man mal machen. Ich glaube dann. Autsch. Autsch. Sehr effektiv. Ich glaube, dann musst du erstmal mit mir wechseln. Oh Gott. Oh no! Er ist so stark für uns, wir kriegen ihn nicht kaputt. Ha, verbrannt. Ich kann sie verbrennen. Also schnell wechseln mit mir. Und schnell den hohen Sprung wählen mit L. Okay. So. Die laufen jetzt aber immer noch da am Boden rum, oder? Ja, die laufen zwar immer noch am Boden rum.
Ja, probieren wir halt neue Dinge aus. Okay. Aber. Also, es ist so, ich muss dich halten. So. Und B drücken. Hab also, ich halte dich. Ich halte dich und dann werfe ich und dann musst du B drücken. Ist das geschafft? Ich glaube ja. Ja, was zum. Back. Okay, wir machen es nochmal, weil diese Fähigkeit ist ein bisschen tatsächlich sehr schwer zu meistern. Okay, und. B. Boah. Du hast nicht gedrückt. Aber so läuft das. War noch Zeitlupe. Boom. Hast du dich gerade selbst geschockt? Hab ich noch nie gesehen. Ich wollte mal sehen, was passiert, wenn ich so gut. Ich zeig dir mal, was bei mir passiert. Ah! Ich glaube, ich habe mich angekunkelt. Ja, lustig, wenn man dadurch Schaden bekommt. Du hast ja nicht getroffen, oder? Nein, habe ich nicht. Aber das ist ja nicht so schlimm. Zack, weg. Oh! Ich baue doch nicht das Metallstück. Nein, warte. Ah, ne, halt, warte, Moment. Jetzt nicht kaputt. So. Dann muss ich da machen. Genau. Bin der Mode. Let's go! Jetzt wissen wir so wieder. So, jetzt können wir weiter nach Norden gehen. War ein bisschen viel Stress für eine Bohne. Ja, Gröltal. Wegen Superfelsschlag nicht passierbar. Zur Räumung der Felsen bitte nur Superhämmer benutzen. Die Amber. Naja, ich find's ja nett, dass man uns das sagt. Oha. Wir waren jetzt schon wieder gelandet. Entschuldigt, habt ihr lange warten müssen? Soll man sagen? Ja oder nein? Ja. Ja, wir warten hier schon seit Stunden. Und seid ihr bereit? Passt mir bitte ganz, ganz, ganz gut auf Prinzessin Peach auf. Wir kommen bald wieder. Also jetzt mal los, wir gehen nach Little Town. Let's go! Prinzessin, passt gut auf euch auf! Habe ich nicht vergessen, etwas Wichtiges zu sagen? Ja, genau. Mario, warte! Ah, zu spät! Kreisch! Und das ist das, was ich so nervig finde. Mario, ich wollte dir noch etwas sagen. Wenn die Prinzessin von der Bildfläche verschwindet, so wie jetzt, dann kommen sofort Monster. Also lass Prinzessin Peach nicht aus den Augen. Wenn sich die Prinzessin zu weit vorwagt, dann sprich sie einfach darauf an. Ich habe ihr gesagt, dass sie dann ganz einfach die Richtung wechseln soll. Also ich verlasse mich auf euch. Und das ist die Szene, die ich so abgrundtief hasse. Ach, bald. Oh, die wollen uns austricksen. Alter, das folgt mir zu. Jetzt den Schaden. Vorsicht. Oh. Aua. Oh. Die machen aber dicke Schaden. Ja, Sandgumbas sind nicht zu unterschätzen, weil vor allen Dingen man kann nicht auf sie springen. Also mal gucken, ob ich effektiv bin. Nö. Nö. Bing. Oh. Kommt auf dich zu. Ja. Ich hab ihn gehauen. Ich hab ihn auch gehauen. Also ich denke mal, unser Ziel wird es ja erstmal sein, alle Monster hier Platz zu machen, damit wir hier freie Bahn haben. Die sind beide schneller als wir. Aber wir haben die Power. Die Power. Power. Die Hammer. Aber das hat echt weh getan. Nein. Muss schon drücken. Jetzt sammle ich nur Bock gedrückt. Aber ich hab noch gedrückt. Alter, ich sterbe gleich. Ja. Aber ich denke mal, ich weiß, was ich gleich verbessern werde. Wenn ich ein Level aufsteige. Boah, da gibt's doch nicht. Und? Komm her. Nein, geh auf mich los. Er geht auf mich. Ha! Ich hab's in seinem Blick gesehen. Sind noch welche? Sind wir welche? Nee. Na gut. Na gut, komm dann.
Befreien wir mal die Olle. Oh Mann, das ist so nervig! Ja. Was für Typen? Pokesniffets sind das. Mal sehen. Wäre irgendwie in der Mad Max Version von Pilzkönigreich gelandet oder was? Keine Ahnung. Aber sie reagieren auf Feuer. Oh, war noch richtig? Ja. Der geht auf dich los, pass auf. Oh. Verbrenne. Alter, du komm her. Sehr gut. Oh, ein Pilz, was? Geil, ja, ein Pilzgeschenk. Danke sehr. Und jetzt stirb. Ich meine, der gibt mir einen Pilz. Und jetzt töte ich ihn einfach. Ja, war ja klar, also nicht. Toll. Ah. Da hat er dich ausgetrickst. Bumm. Roter Pfeffer. Oh. Pfeffer direkt essen. Oh, Pfeffer direkt essen. Im Lauf. Aua. Okay, ich kann einen Schlag von ihm aushalten, aber war es dann auch. Hier, mein Bruder. Oh. Nur für dich, mein Bruder. Oh. Sind wir die unterlevelt oder was? Nee, eigentlich nicht. Oh. Man uns ja mit drei Schlägen oder so kaputt, ey. Wir aber auch, wir machen sie sogar mit zwei Schlägen kaputt. Der passiert. Ich werd's tun! I'm gonna do it, Bro! I'm gonna do it! Ich muss auch tun. Okay, komm hoch. Ich kann nicht, danke. Okay, du darfst es auch mal tun. Okay. Nein, wenn du jetzt anfängst. Nein! Oh nein! Okay, spring du hoch, ich warte hier unten. Okay. Tu es! Okay. Und jetzt den Hammer, okay. Und jetzt wechsel den Platz mit mir. Kann ich nicht von hier aus. Dann. Ich kann es nicht. Dann wechsel jetzt! Oh. Zwei Klempner und eine Frau am Boden. Ja. So. Klingt wieder. Irgendwie so ein schlechter Anfang von so einem Porno. Was? Zwei Klempner und eine Frau gefesselt am Boden. Ja, ich habe gehört, gibt es einen Ort zu verlegen. Ah, hier mal so ein. Warum liegt denn da Sand? Moment mal. Oh! Was ist jetzt los? Oh mein Gott, wir waren zu früh! Oh mein Gott! Ich hasse dieses Gebiet! Ich hasse diese Stelle! Ich hasse sie so sehr! Ja. Yeah. Oh, ihr wisst nicht, wie sehr ich es hasse. Ich hasse es so sehr. Aber oh. Einfach ignorieren. Oh. Wir ignorieren euch einfach. Einfach, weil ihr scheiße seid. Ihr seid scheiße. Und ihr darf nicht in die Monster reinrennen, oder was? Nein, darf sie auch nicht. Deswegen sollten wir die Monster auch sofort erledigen. Oh Mann, Frau, lauf schneller! Lauf schneller, wenn dir was an diesem Typen liegt. Dankeschön, und jetzt geht es weiter. Ja, wohl auch Zeit, ey. So, nächstes Gebiet, Geh weg! Das ist wie in Resident Evil 4, ey. Ja. Nur mit weniger Zombies und Maschinengewehr und also. Ja, und nerviger, penetranten Mädchen. Die sofort schreien: Leon! Leon! Hilf mir! Eiskalt stehen. Hey! Leon, soll ich ihn für dich verbrennen, mein Braver? Ja, Mann! Ben! Was? Er ist nicht tot? Und wie kannst du es wagen? Hau drauf! Ich hab drauf gehauen. Okay, der geht auf mich und. Ich hab gesehen, was du forderst. Jetzt musst du sterben. Übrigens, auf die Typen kann man ja nicht springen. Ja, das sind stachelige Typen. Halt. Das sind fucking Kakteen. Ja, das sag ich doch. Stachelige Typen. Boah. Warum springst du? Ich dachte, der schießt direkt auf mich. Wenn im.
Hey, sie geben auch ordentlich Erfahrungspunkte und Level up. Nice. Nice. Erstmal mehr Verteidigung. Nein! 2 ist auch noch gut, aber 2. 2 ist gut, ich hätte gerne 5. Ja. Ich will so viel. Na guck mal, ich hab 3. Oh. Oh. Ah, dafür hast du viel weniger Angriffe als ich. Halt den Mund. Willst du aber was? Das ändern wir mal ganz schnell. Was? 5. Oh. Oh. Oh, ich hasse dieses Spiel. Ich hab gehört, ihr macht 5. Das ist doch kacke. Das ist noch so ein Sandkummer. Komm, den schnappen wir uns. Ich glaub trotzdem irgendwie so 20 Punkte oder so hinter dir. Ja. Hier. Bus. Nuss, der Bus. Nuss. Eine gute Nuss war das sogar. Das war voll die gute Nuss. Sie sind jetzt viel schneller als die Gegner. Na, stimmt. Der geht auf mich. Meins. Der geht auch auf mich. Danke! Gib mir auch mal ein paar Pilze. Die haben mich gar nicht geheilt, was? Nee, das sind Items. Die werden einfach unserem Item. Achso, ich dachte, die heilen uns dann auch direkt. Da wirft irgendwie eine Potion oder irgendwie drauf an. Aber. Jetzt habe ich nicht drauf gehört. Der geht auf dich. Spring! Oh. Hol ihn dir! Das ist mir geholt. Nice. Aber wir kriegen den ins Inventar. Ah, das ist auch gut. Hab ich doch gerade gesagt. Ich will aber auch geheilt werden. Nee. Ich weiß nicht, vielleicht, was sagt denn die Community jetzt mittlerweile zu dem Spiel? Nee, ich weiß. Es ist bald vorausgesagt, dass ich sage, dass wir eine Community haben. Ja. Also wir kriegen so um die 10 Aufrufe, also. Also kann das ja gar nicht so kacke sein. Naja, also ein paar Leute schauen sich das anscheinend an. Ja. Außer irgendwie eine Person. Außer eine Person bekommt irgendwie einen epileptischen Anfall und drückt die ganze Zeit auf die F5-Taste und aktualisiert. Übrigens, apropos epileptischer Anfall, ich habe dein Video gesehen. Hey, mit Avatar. Ich hab's mir angesehen. Was für ein Video? Das, was du mir gesagt hast, wo der Typ vor den epileptischen Anfall bekommen hat. Ach so, ja. Ich hab mir das angesehen. Und oh mein Gott, ich hab mich weggeschmissen. Dann irgendwann, wenn er nochmal wiederkommt. Ja. So. Dankeschön, jetzt geht's weiter. Okay, nächstes Gebiet, komm. 23 Minuten haben wir übrigens. Kann man auch ein bisschen hier was machen? Naja, ich glaube, wir müssen sogar das ganze Gebiet abschließen. Weil es gibt keinen. Es gibt keinen Speicherpunkt. Dann machen wir das. Toll. Toll. Okay, der geht auf mich. Okay, ich weiß es auch mittlerweile. Wo ich mal erkennt. Der geht auf mich. Danke. Danke. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, der würde jetzt wirklich auf mich feuern. Denkst du wirklich, das ist lustig? Hier, das ist lustig. Leute verbrennen, das ist lustig. Ja. Das oder ist gut. Das ist toll. Das ist schön. Haha. Und jetzt stirb. Deswegen, liebe Kinder, schießt niemals mit stacheligen Kugeln auf uns. Ihr könntet sonst sterben. Nüsse. Nein. Ah ja, genau, das laufen. Oh Gott, ey. Was? Wir müssen. Du hast ihn nicht getroffen, ey. Das ist eine ausgezeichnete Frage, worauf ich keine Antwort habe. Das stimmt, das ist ein Boden. Der ist ein Bodentyp. Oh, aber Feuer ist neutral auf Boden. Das mag sein, aber wie kannst du überhaupt neutralen Schaden drauf setzen? Bam! Die Sandgumbas alleine bringen voll wenig. Hey, wir müssen da hoch. Jetzt geh zurück. Jetzt spring ich von der Klippe. Genau. Wir müssen sie da fangen. Nein. Oh nein. Wo geht denn jetzt hin? Hier geht es wieder zurück. Und dann geht sie wieder dieselbe Richtung. Siehst du? Jetzt geht sie wieder in dieselbe Richtung. Was soll das? Na komm, spring hoch, wir haben nicht viel Zeit. Was soll das? Was ist denn mit der los? Was ist denn mit Peach los?
Scheiße. Schnell in das Fass. Spring auf mich. Warte, recht haben. Jetzt geht's zurück. Ja. Schnell aus dem Fass raus. Ansprechen? Ja, ansprechen. Ich soll einfach in die andere Richtung gehen. Gut verstanden. Was ist mit der los? Was ist mit der denn los? Lass sie nicht aus den Augen. Nicht vorausgehen. Mach ich doch nicht. Gut, dann geht's jetzt weiter. Okay. Geh doch mal. Okay. Warum muss ich eigentlich vorgehen? Weil du den Überblick hast. Warum hab ich den Überblick? Wieder nicht gedacht. Was ist das? Oh, ist doch scheißegal. Wir töten sie jetzt einfach. Oh, töte sie doch einfach. Dankeschön. Töte sie mit dem Hammer. Ja. Töte sie, bis sie tot sind. Ah, aua. Das hat voll wehgetan. Der geht auf dich. Ich weiß. Hab ich gesehen. Das habe ich gesehen. Schaut mal, wenn man den anderen Knopf drückt, ob man sich nicht irgendwie in die Flugbahn werfen kann. Genau, ich springe da so. Nein. Nein. Du hast so eine Kugel für dich an. Oh. Ha, das war gut. Siehst du, jetzt bestraft mich das Leben. Ich krieg eine Stachelkugel ab und du kriegst Pilze. Ja. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Danke. Das finde ich schon besser. Aber trotzdem musst du sterben. Also stirb. Ich finde, das ist doch völlig gerechtfertigt. Er gibt uns Items und wir töten ihn einfach. Ja. Ich hab. Oh Mann. Was du da? Ich achte nochmal. Was zum Teufel? Wieso geht das nicht? Ich weiß es nicht. Es ist teilweise so, dass sich die Gegner auch hinter den Säulen verstecken. Deswegen hau ich da auch mit dem Hammer mal drauf. Ja, ich wundere mich nur immer, die stehen irgendwie noch einen Meter irgendwie entfernt. Oh Mann, das hat mich jetzt gerade voll aus dem Konzept gebracht. Ah, Alter, das war voll knapp. Ich will dir nicht sagen, dass es knapp war, aber verdammte Scheiße war das knapp. Da wollen unbedingt mehr Angriffe. Boah. Ich wollte gerade sagen, du machst echt nicht viel Schaden. Aua. Und ich brauche unbedingt eine Verteidigung, ich krieg viel zu viel Schaden. So, da muss weichen. Problem gelöst. Ja, Problem gelöst, du sagst das so einfach. Alter! Ja, wenn der mit voll Wumms auf mich schießt, kann ich dir voll leicht ausweichen. Wenn der andere das macht, dann kann ich das nicht. Ich weiß nicht wieso. Oh, da ist ein Tor. Jetzt geh ich wieder zurück. Boah. Was ist mit Peach? Was ist denn mit Peach los? Oh Gott, das war das hier. Da müssen wir so rüber propellern oder was? Genau, wir müssen hier erstmal. Lassen Sie erstmal da hinten wieder umkehren. So, jetzt schnell hoher Sprung. Oh, boah. Entschuldigung. Spring! Oh. Und jetzt schnell runter! Ja, eben. Doch, oh Gott. Ah, okay. War knapp. Oh. Wir sind beinahe rausgegangen. Ah, ich glaube, wir sind da. Geil, wir können speichern. Korrekt. Oh, Little Toad Town, Stadt der Toteinwanderer. Alter, wir sind da. Little Toad Town ist gleich da vorne. Schnell gehen wir. Naja, wir gehen aber erstmal speichern. Genau. Sollen wir weitermachen oder sollen wir den Part beenden? Wir haben jetzt 29 Minuten. Ich würde sagen, wir beenden den Part, ne? Ja. Ja, wir sind Grölter und Little Toad Town gekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach wird, dass die Olle uns nur zweimal abhanden gekommen ist. War doch nicht so schlimm. Nö. Nee. Okay. Na gut, dann sieht man sich im nächsten Part. Bis dann und ciao.